Rebecca, heute treffen sich in Brüssel die Staats- und Regierungschefs, um über die Klima- und Energieziele für 2030 zu beraten. Was müssen die heute entscheiden? Sie werden die Ziele entscheiden, die dazu beitragen sollen, theoretisch, dass die Europäische Union international mit versucht zu garantieren, dass es gelingt, die Erderwärmung bei 2 Grad zu kappen. Werden Sie das schaffen mit den Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen? Was Sie tatsächlich vorhaben, ist, Sie wollen die bisherige europäische Klimapolitik, das, was davon noch übrig ist, das wollen Sie abwracken. Sie werden anscheinend die Instrumente, die Ziele, die wir uns gegeben haben, um Klimaschutz zu gewährleisten, so schwach verankern, dass die Ziele, die bisher unumstritten gelten sollten, dass die überhaupt nicht mehr machbar sind. Also man redet ja jetzt ganz viel über Zahlen, über 27%, 30%, 40%, das geht immer wieder hin und her. Was bedeutet das eigentlich? Also warum sind diese paar Prozent so wichtig? Oder ist es nicht eigentlich egal, ob es jetzt 27% mehr erneuerbare Energien werden oder 30 oder 35? Das, was diskutiert wird als Vorschlag, das wäre nicht eine Strategie, um die Erneuerbaren auszubauen, sondern das wäre eine Strategie, um die Erfolge der ganzen erneuerbaren Industrie, die Tausende, Hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen hat, um diese Erfolge kaputt zu machen. Wir hätten einen ganz, ganz harten Einbruch der erneuerbaren Industrie zu erwarten, wenn dieses schwache Ziel verankert wird. In der Europäischen Union geht es für viele Menschen gerade vor allem darum, ob sie Arbeit finden, ob sie ihre Arbeit behalten können. Die Arbeitslosigkeit ist unheimlich hoch. Vielen Ländern geht es wirtschaftlich nicht gut. Und die Grünen reden immer noch über Klima- und Umweltschutz. Ist das nicht eigentlich an der Sache vorbei diskutiert? Wenn man sich anguckt, wo in Europa, in welchen Branchen in den letzten Jahren viele Arbeitsplätze geschaffen worden sind, dann kann man eigentlich nur eine wirkliche Branche erkennen. Manche sprechen deshalb auch von den grünen Arbeitsplätzen und dem grünen Wachstum. Es ist eben wirklich die Branche der erneuerbaren Energien. Im Effizienzbereich könnte sofort viel mehr passieren, wenn wir da tatsächlich die richtigen Ziele setzen würden und die richtigen Anreizmaßnahmen auch beschließen würden. Aber widersprechen sich Wirtschaftswachstum und Klimaschutz nicht eigentlich? Der gemeine und wahrscheinlich bewusste Irrtum, ja, der von Politikern immer wieder genährt wird, ist ja, dass Klimaschutz, genau wie über Jahrzehnte aller Umweltschutz, dass das nur eine Last ist für die europäische Industrie und für die Wirtschaft. Tatsächlich ist es so, wenn man ehrgeizige Ziele setzt und ordentliche Anreizmaßnahmen schafft, dann ist es so, ja, dass nicht nur das Klima geschützt wird, sondern dass wir eine sehr gute, dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung sehen können. Wenn das alles so einfach ist, warum machen es die Staats- und Regierungschefs denn dann nicht? Ich glaube, dass da zu viele Fossile in der Europäischen Kommission und in den Regierungen hocken, die immer noch darauf setzen, ja, dass sie der verlängerte Arm der alten Industrien in diesem Entscheidungsprozess sind. Und es ist die Energiewirtschaft zu einem ganz großen Teil. Es ist der Kohlesektor. Also es ist wirklich das Gestern, ja, das immer wieder dominiert bei diesen Entscheidungen in Brüssel. Dankeschön.